Hallo und herzlich willkommen in T-Bones Carport. Heute geht's um die Kehrmaschine mit dem Makita Akkuschrauberantrieb. Und zwar habe ich das weiterentwickelt und das zeige ich euch heute. Ich habe hier einfach eine Multiplex-Platte genommen, habe die so 14x14 cm so ausgeschnitten, Viereck, habe hier ein U reingeschnitten mit der Stichsäge, damit es hier reinpasst. Mit so zwei Flügelschrauben, damit es werkzeuglos funktioniert, kann man das dann hier runterdrücken, festschrauben, dass es hier schön anliegt. So, hier ist ein U-Stahl mit einer Flügelschraube und einem Blech und einem Fahrradbremsseil. Das wird hier hinten befestigt und an dem Pistolengriff hier befestigt. So, dass der auch was sieht, wird es hier so befestigt, das U, dann das Blech wird hier festgemacht, so. Das ganz oben, zack, und jetzt mit der auf der anderen Seite, das ist so eine Drehschraube, mit der befestige ich das an dem Griff, jetzt die Spannung, dass sich das nicht mehr los vibriert. Einfach, das können wir auch aus Holz machen. Es muss nicht unbedingt aus Metall sein. Dieser Klotz könnte man auch aus Holz machen. Dann hier das Blech habe ich gebogen. So. Band und ziehe das hier drauf. So. Mit den Flügelschrauben ist das jetzt fest. Also man könnte hier hinten, ach, der Wind ist halt sehr blöd jetzt, man könnte hier hinten noch zwei Schrauben reinmachen, aber so für den Low-Budget-Bereich reichen zwei reichen hier. Gehen wir mal hierher, das windgeschützter. So, hier ist irgend so ein Müll hier, so ein Band, und da vorne ist irgend so ein Deckel da. Und Gas geben tue ich hier mit so einem Fahrradgriff. Mit einer alten, gebrochenen Fahrradleitung hier, der ist schon ein bisschen, aber es geht alles. Kann man ein bisschen Gas geben, so. Mehr, immer mehr. Und das seht ihr dann jetzt hier. So, und jetzt testen wir, ob das hier aufnimmt beim ersten Mal. Das fahren wir da drüber. Zack. Jawohl, ist drin, ist weg. Gucken wir, ob der Deckel auf. Hat sich eigentlich angehört wie jawohl. Zack, beides drin, der Deckel und das. Thank you.
So, jetzt probieren wir mal ein Nicht-Makita aus. So, und jetzt wechseln wir den Original-Makita-Schrauber gegen einen Fake. Machen wir Gasgriff weg. Aufschrauben. Das runter. Das nicht ganz so schnell. Okay. Oh, der ist ein bisschen dicker, der Fake. Sehe ich gerade, der Griff. Der kommt dann nicht ganz vor. Leider. Nee, das mache ich jetzt, weil dann passt der andere nicht mehr. Also das können wir mal hier so probieren. Halle, würde auch gehen. Würde auch gehen, aber der Griff ist um 5 mm dicker. Der passt da nicht rein. Das will ich jetzt nicht aufweiden. Extra, genau. Aber es würde auch gehen. Ein anderer Akkuschrauber würde auch gehen. Das ist halt passgenau auf den Original Makita. Also ganz einfach zum Nachbauen. So ein U machen, das ausmitteln, wie groß euer Akkuschrauber ist. Passt jeder, dann hier ein Gewinde reinmachen mit einer Schraube. So einfach ein Blech genommen, gebogen mit einer Zange, dass das da rumpasst. Wichtig sind Flügelmuttern, zwei Stück, damit man das ohne Werkzeug spannen kann. Und hier oben am Griff, da habe ich nochmal mit Klebeband 8 oder 10 Wicklungen machen müssen, weil es sonst nicht gehoben hätte, der Fahrrad, weil das dünner wie ein Fahrradlenker ist irgendwie. Ja. Und einfach mit dem Klebeband ist aufgeweidet und einfach, wenn man hier bremst, gibt man Gas. Ja. So einfach ist es. Da könnt ihr das nachbauen. Es dauert vielleicht, hier Löcher reinbohren, das dann ein bisschen aussägen und da zwei Löcher Gewindestange rein, sagen wir mal eine halbe Stunde. Und dann habt ihr einen Antrieb, einen Elektroantrieb für euren Kehrmaschine, Handkehrmaschine. Also es gehen, egal welche Akkuschrauber gehen. Und jetzt kann man auch den zweiten Gang benutzen. Und weil man da ja quasi das Gas regeln kann. So, und beim Kostenfaktor sind wir bei diesen Kehrmaschine, die war runtergesetzt zur B-Ware, 55 Euro bei Güte. Und Für die Akkuschrauber, diese Billigmarke hat 20 Euro gekostet, der Original Makita, große Akkuschrauber, der hat 184 Euro gekostet, das ist aber auch der zweitstärkste, was Makita hat. Damals war es der stärkste, jetzt gibt es ja einen, der etwas besser ist wie der. Und da kann man aber jeden x-beliebigen Akkuschrauber benutzen. Da berechne ich mal kein Geld. Dann für so eine Fahrradbremse, so vielleicht 10 Euro mit nochmal 5 Euro diesen Draht, dieser Bremsdraht. Dann, wenn man jemand hat, der das so ein U drehen kann, kann man sich das machen lassen. Wenn man natürlich niemand hat, der im Metallbetrieb arbeitet, dann würde ich euch das empfehlen, mit Holz zu machen, so wie ich das mit Multiplex, diese Holzplatte gemacht habe. Ich wollte es erst mit Metall machen, aber dann habe ich gedacht, Metall, das reibt zu sehr an meinem Griff
und das Holz ist ein bisschen weicher und nicht so aggressiv für meinen Handlauf im Akkuschrauber. Da mache ich den nur kaputt, unnötig. Dann so eine Gewindestange, kostet 2 Euro. Ja, sind wir bei erstmal so 20 Euro. Genau. Die Multiplex-Platte, vielleicht in Rest. So ein Reststück für 5 Euro noch. 25 oder so, aber mehr nicht. Die Flügelschrauben und so, die kosten, glaube ich, 50 Cent, 2 Stück oder so. Also das ist absolut im Rahmen, im Machbaren, dass man das so mit 20, 25 Euro Material hinkommt und kann sich aus einem normalen Handkehrmaschine einen Antrieb, Akkuantrieb machen. Warum ich nicht eine Akkukehrmaschine gekauft habe? Ganz einfach, der Anschaffungspreis ist einfach viel zu hoch. Die günstigsten fangen so mit 350, 400 Euro an und gehen dann hoch, 600, 1000 Euro. Das ist ja, wie gesagt, das könnt ihr ganz einfach jetzt nachbauen. Und viel Spaß beim Nachbauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten rein. Ich gebe euch Antworten. Und mein nächstes Video ist ganz interessant. Da werde ich einen Anhänger das Ladevolumen erhöhen. Und ein Abonnent von mir, der möchte gerne dabei sein. Hatschetmann heißt er. Der kommt irgendwo bei mir in der Nähe. Ich weiß es nicht, wie der ausschaut, wie der wirklich heißt. Aus Namengründen und aus persönlichen Gründen weiß ich es noch nicht, ob er vor der Kamera mitgefilmt werden will oder hinter der Kamera nur zugucken will. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich freue mich voll auf dich, auf das nächste Video. Und in diesem Sinne, ade varsche, dein T-Bone.